Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Starborn, wieder zusammen mit Supper Camp. Hi. Und ja, ich muss sagen, wir haben eigentlich den letzten Part, den wir gemacht haben, wollte ich gerade hochladen, dann habe ich gemerkt, dass ich vergessen habe, meine Stimme aufzunehmen. Yay. Mhm. Und nur er war zu hören und alter, die Kisten. Und ja, jetzt, wir haben nicht so viel gemacht, glaube ich. Wir sind halt auf neuen ja, Planeten. Ja, und ein Frauengefängnis gefunden. Genau, ein Frauengefängnis, das haben wir schon zur Hälfte leergeräumt. Und falls ihr wissen wollt, was das ist, ich zeige es euch einfach mal. Nein, niemand will das wissen. Links war es, gell? Ja, glaub schon. Genau, und da haben wir einfach das ein bisschen erkundet. Das ist halt einfach ein Gefängnis, wo Frauen drin sind. Viecher, wie du ja in der letzten Folge gesagt hast, die nicht erscheinen wird, weil die ja nur meine Stimme zu hören war. Ein bisschen doof. Ja, hier haben wir schon alles ausgerottet. Also es ist hier eine riesige Gefängnisanlage. Riesige Gefängnisanlage. Ich nehme mal die Cola-Automaten mit, glaube ich. Da war aber nichts drin. Ah doch, ich glaube, da war so ein Stimpack drin. War mal, ja, das haben wir, glaube ich, schon leer geräumt. Aber hier kann man richtig geile Sachen abbauen für eine Base, glaube ich. Ja, man kann auch gleich das als Base benutzen. Eigentlich schon. So, da war's, nö. Kann man darauf schlafen? Nö. Das sieht so aus wie so eine Matratze. Ich glaube, mein Inventar ist voll. Was? Oh ja, ist es. Oh ja, Alter. Lol, was habe ich hier für eine Waffe? Ich hab eine Uzi in meinem Inventar drin. What the fuck? Schau dir das mal an. Haben will. Nein. Oh mein Gott. Ah, die hast du doch gedroppt gekriegt. Die hast du mir ja gezeigt. Echt? Wenn ich. Nee, hab ich nicht. Ich hab das nicht mal gewusst, dass ich die hab. Hä, doch. Die hatten die ja auch, diese Waffen. Und da hat eine, glaube ich, die gedroppt. Wie geil. Und ich habe auch verdammt viele Speere und so ein Scheiß. Ich auch. Stonehoe und noch eine Gitarre, die gehört aber mir. Alter, ich hab diesen hässlichen Hut hier. Ah ja, das war unsere Begrüßung, dieses Lied, ne? Ja, ja. Oh Gott, Alter. Es gibt so übelst viel. Ich will mal so ein Mittelalterdorf sehen. Die sind richtig geil. Okay. Die kann man so richtig schön ausrotten. Gut, dann würde ich sagen. Ja, ich habe ja ein paar Erze gefarmt. Mhm. Ja. Und ja. Und jetzt habe ich auch eine Silber Spitzhacke. Ah, gut. Ja. Was habe ich für eine? Oh nee, ich habe jetzt auch so versehen. Na egal. Passiert mir auch öfters. Waren wir hier schon? Ja. Ja, wir waren überall. Ich war überall. Ich habe die ganze Zeit gelootet, während du gekämpft hast. Oder nee, war das andersrum? Ah, da ist einer. Wo? Da kannst du gleich den Leuten das zeigen, wie die aussehen. Ah, und die schreien dann auch immer wieder, you kill it, deine Mutter, Mama. Wow, ich werde abgeknallt, Alter. Was ist das denn? Die Uzi ist richtig OP. Ja, guck dir das an. Ach, du hast auch so eine, oder? Nein, die. Ach so, das war ein Kopf. Ich sag die ganze Zeit halt innocent, weil ich das I drücke, weil ich die ganze Zeit irgendwie TTT oder so spiele. Aber wenn ich aufnehme, laggt es halt so fest, deswegen nehme ich das nie auf. Weißt du, was geil wäre? Man kann die Uzis, glaube ich, ist es eine einhändige Waffe? Ja, das heißt, man kann die beide Hände zwei Uzis, in beide Hände eine Uzi nehmen. Ah, wie bei San Andreas. Ja. Den Skill hoch, ganz hoch hat. Ja. Alexa. Du kannst ja ihre Gehirne nehmen, manchmal kommen da. Oh, stimmt. Gehirne habe ich eine andere Sache. Okay, Spaß nicht. Nee, da sind ja immer diese häseligen Gehirne rausgekommen, die gar nichts bringen. Ja. Diese Alien-Gehirne. Ja. Jetzt weiß man die Wahrheit. Ja. Warte. Ich nehme den. Weg da. Warte, töte sie nicht, ich will den schocken. Ich schieß die nur ein bisschen. Fuck, die hat einen ganz schönen Hieb drauf. Warte kurz. Jetzt schaff ich's. Komm. Los! Was hast du für ein... Ich hab ein Green Stimpack bekommen. Wow! Okay. Die haben anscheinend keine Gehirne, sondern Green Stimpacks im Kopf, oder wie? In dem Fall. Was machen Green Stimpacks eigentlich? Ich nehme mal das eine. Das ist... keine Ahnung. Vergiftung. Boost, Speed Boost. Okay, dann nehme ich das auch. Da sind ganz viele Stimpacks. Ah ja, genau, ich hab gerade in der... Warte, weil ich dachte schon, ich gucke gerade in die Toilette und da ist Dings drin gewesen. Leute, dann spritzt sich. Okay, das passiert, wenn ein Typ looten will und erstmal sich ums Looten kümmert, anstatt die Leute zu bekämpfen. Man stirbt.
Ach, du bist gestorben? Ja, weil ich erstmal looten wollte, um zu gucken, ob es dort Stimpaks gibt. Oh je. Stopp, stopp. Ich dachte, die wären nicht so stark. Ja, die haben schon einen ordentlichen Wumms drauf. Aber ich auch. Yeah. Meine ich auch, mit meinem häseligen Hammer. Ah ja, ich habe ja noch dieses Ding da, das irgendwelche Viecher gewonnen hat. Ich weiß nicht mehr welche. Finde ich klar. Eigentlich hätte ich, glaube ich, genug Zeug, um mir um den Boss zu kriegen. Also diesen Typen, diesen Pinguin-Boss. Ah ja, den können wir von mir aus gerne mal machen. Also der ist nicht so OP. Ja, ich weiß, der spawnt einfach nur die ganze Zeit irgendwelche häseligen Pinguine. Also auf unserem jetzigen Stand können wir den locker töten, also. Ja, aber der sieht. Die Pinguine sehen so niedlich aus. Vor allem die Kamikaze. Nein. Pinguine. Ich hatte keine Energie mehr und bin vom Dach gesprungen, konnte keinen Seitdächer machen und bin zerfetzt. Das funktioniert bei mir fast immer nicht. Deswegen benutze ich das auch nicht. Aber die Uzi ist ja richtig geil, Alter. Ich hatte es gar nicht gemerkt, dass ich die hatte. Ich will die auch. Vielleicht finden wir ja noch eine. Wahrscheinlich Damage nicht. Macht eigentlich die hier 9 und die macht 10, Alter. Damage per Shot. Ja, die hättest du ja auch holen können bei diesem Piratenschiff. Ja. Da hast du dich für diese zwei Pistolen entschieden, weil es einfach fair gewesen ist. Ja. Aber ich glaube, die sind relativ selten. Ja. Okay. Also die Pistolen, die sie da droppen, die sind... Ey, das ist eine Kiste. Lol. Are you killed, Mitches? Ich habe ein Gehirn gefunden, aber... Reimt sich auf? Bitches. Auf Mitches? Alter, die hat, glaube ich, eine Shotgun in der Hand. Nee, das ist ein Gewehr, okay. Dann geht's ja noch. Und dann geht's ja noch. Okay. Nee, Gewehr macht, glaube ich, mehr Schaden, weil man öfter schießen kann. Ja. Die Schrotflinte ist eigentlich richtig für den Arsch, die ich mir gekauft habe. Ja, generell Schusswaffen sind kacke in Star Wars. Ja, würde ich mal nicht so sagen. Ja, okay, außer die Uzi oder sowas. Oder eine Sniper, aber sonst so zum Beispiel das Dings, die Pistole, benutzt auch fast nie, weil die einmal nicht wirklich, die macht einem auch nicht wirklich Schaden. Ja, das stimmt schon. Hey, Leute, was ist das? Na, viel... Alter, ich merke erstmal nicht, dass ich fast tot bin. Das ist eine Kiste. Was ist da drin? Oh, die habe ich gar nicht aufgemacht. Da war so ein ekliger Speer drin. Da habe ich sofort drin gelassen. Cola-Automat, nichts. Das sollte da, solange es keine Cola in Star Wars gibt. Gibt's aber, glaube ich, sogar. Ja. Wirklich? Cola. Okay, jetzt guck ab. Oh nee, ist schon vorbei. Ja. UZIF. Okay. Ja, das nehme ich mit. Okay. Als Andenken. Oh Gott, was ist das? Mistviecher. Erstmal alle Gefangenen töten. Oh Gott. Ah. Vor allem, welche Gefangenen laufen mit Waffen rum? Keine Ahnung. Haben sie von den Mistviecher überall? Wow. Okay. Bekämpf du mal, ich will das Zeug hier. Ja genau, erstmal mit der Uzi drauf. Aber warte kurz, ich guck kurz in meinem Inventar, ob ich eine doch bekommen habe. Nö. Die Uzi ist wirklich sehr OP, muss man mal sagen. Ja, schieß halt schnell. Ja, das ist ziemlich gut. Der Brain-Extraktor bringt gar nichts. Ja, bis man überhaupt... Oh Gott, Miniboss. Ja, ich hab's... Ah, lass mich in Ruhe, wieso geht's auf mich? Alter, wie können sie so töten? Versuch ihn abzublocken. Ich baue ihn ein. Aua! Oh mein Gott. Ja, geh da rein, das ist gut zum Ablocken. Hier, ich bin hier drin. Die können dir dann Komm gar her. Nichts. Ja, du kannst ja mit der Schusswaffe drücken. Der ist da reingeplumpst. Okay. Gehen wir runter und versuchen wir ihn ein. Mal nach rechts, meine Taktik oder? Ist immer die. Ich gehe wieder nach links, ich will den hinkriegen. Die Taktik von mir ist immer, den einfach immer einzubauen. Das bringt's wirklich. Ja, ich weiß, aber es. Boah, wieso, wenn du dich da versteckst und dann von unten rausballerst, ist es auch. Hä, nee, von nicht. Hauptsache, ja, Hauptsache kriegen wir den so hin, das ist auch egal. Okay. Wahrscheinlich droppt er eh wieder in der Kackwaffe. Ja, trotzdem. Ich hatte mal, ein Freund von mir hatte mal einen Flammenwerfer bekommen von so einem Typ. Okay, ich komme.
Ich will einen Flammenwerfer. Ich hab meinen Sniper. Was gibt's alles auf bei Star und Alter? Welchen Scheißtrick gibt's da? Voll viel unnötiges Zeug. Ja, aber cooles Zeug auch. Ja, zum Beispiel so eine Kamera, die bringt dir nichts. Ja, noch. Oder so ein Ventilator. Ventilator. Voll Matt. Oder eine vollgeschissene Kloschüssel, was soll das? Ist ja so. Dekoration. Dekoration, ja. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Wie groß ist das Scheißteil hier eigentlich? Wieso gibt's kein Männergefängnis oder gibt's da so? Ich hoffe nicht. Wieso? Keine Ahnung, weil das einfach. Männer sollten frei leben. Ja, ist doch so. Okay. Ey, Alter, hier ist ein Besprechungsraum. Hab ich noch nicht gesehen. Was besprechen sie da? Wen sie als nächstes umbringen? Ich glaube, das ist ein Gefängnis, das von den Frauen eingenommen wurde. Ich wette, du bist gerade am Kämpfen. Ja? Ich versuche zu kämpfen. Du versuchst. Wo ist das Typ Viech? Ah, da. Ah! Warte, ich baue mir hier eine Schießscharte rein. Ah, lass mich in Ruhe! Bleib weg von mir! Oh, wie viel Leben hat Alter. Das Viech hier? Nein, lass mich in Ruhe, Junge! Alter. Lass mich in Ruhe, Alter. Komm mal her, du Viech. Bist du tot? Oh, treffe ich ihn? Nö. Oh, was ist das Haut? Wir müssen das Viech einfach nur einbauen. Na, komm her. Komm her, komm her, komm her. Oh, ja, ja, ja. Ist es eingebaut? Ja, okay. Ja, ist es. Hammer. Ja. Oh, ups. Ich kann nicht bauen, also. Gut, dann schlachten wir es jetzt. Schlachten. Warte. Ich mal schlachten. Ah, warte, ich kann mit meinem Speer da reinpieksen. Alter, ich kann wirklich da reinpieksen. Lass es. Brenne. Stirb. Verreck langsam. Ein Schild. Yeah. Ein Schild. Oh, Mann. Ich dachte schon, yeah. Was ultra cooles. Math Blade Blocker. Willst du es haben? Ah, best. Gut für Crystal. Soll ich es löschen oder brauchst du es? Oh, braucht niemand hier. Ich habe schon Besseres. Ich auch. Glaub ich. Okay, bau du mal ab. Ich guck mal hier. Oh. Bringt's eigentlich Warte, der. Ich muss okay, er macht auf. Gut, bin wieder da. Er macht wohl auf. Okay, ich habe gerade gesagt, okay, er muss auf. Er meint wahrscheinlich AFK, aber okay. Ja. Ich habe ein Viech getötet, hat's ein Gehirn fallen gelassen. Glaube ich nicht. Viecher haben mich. Ja. Wow. Heilige. Ah, was sind das denn für Nummer? Schleimbeutel. Ich will hier einfach nur. Ich will einfach nur mein. ich will die Erze. Das Papagei-Viech stirbt. Alter, ich hab mich mal runtergebaut beim Alpha-Sektor. Kam gar nicht so schlechtes Zeug raus. Ja. Muss ich sagen. Ja. Du hast das Viech getötet ohne Wasser. Oh, verpiss dich. Ich heil mich mal. Oh. Ahahaha, hilf mir. Verpiss dich, Junge. Verpiss dich, du hässliches Viech. Nein, da will ich nicht hin. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich bloß in Ruhe. Danke. Oh nö. Ich werd elendig verrecken wahrscheinlich. Was ist das für ein Viech? Ich hab so einen Fehler. Alter, was ist das denn jetzt für ein Biom? Nehmen wir noch Wüste einfach, das war so ein bisschen unten. Heilung. Hast du eigentlich eine Pause gemacht? Pause? Als du kurz AFK warst? Nö, ich muss nur kurz was sagen zu meinem Bruder. Lol. Zu meiner Schwester, meine ich. Okay. okay. Warum? Die ist beides gleichzeitig. Nein, keine Ahnung. Ich weiß schon. Ich verstehe schon, ja. Oh Gott. Wirst du die überhaupt Dings holen, Garry's Mod? Weiß ich nicht. Willst du jetzt überhaupt holen? Ja schon, ich warte nur, bis es ein bisschen runtergesetzt wird. Das wird nicht runtergesetzt, glaub mir. Mein Vater hat mal gesagt, das gab's mal für 1 Euro.
Hä, dein Vater hat Steam? Mein Vater spielt auch, ja. Okay, komisch. Ja, warum denn ab und zu mal? Das ist ja nicht so. Nur ab und zu mal so 3 Stunden. Nein, so. Wirklich selten, aber er hat auch einen Steam-Account, ja. Ich hole mir das vielleicht irgendwann mal, wenn es ein bisschen. Aber ich finde 10 Euro, das Spiel ist 2006 erschienen, gell? Half-Life, ja, aber. Der Mod glaube ich nicht so. Der kam erst mal 1-2 Jahre später, der Mod dazu, weil das war Half-Life und der Mod erst kam, glaube ich, etwas später. Und dann wurde halt das gleich zum Spiel, weil das irgendwie witzig war. Okay. Ja. Gut, ich bin mal oben in meinem Raumschiff. Ich packe hier gerade wieder mal alles zusammen. Dann können wir auch gleich wieder. Aber irgendwie lohnt es. Ich finde. Ich dachte schon, wieso sind wir wieder beim Gefängnis, aber ein neues Gefängnis, aber ich habe ja vergessen, dass man einmal um die Welt gehen kann. So, ich muss mal ein bisschen was einschmelzen jetzt. Nee, aber Garry's Mod hat ja nicht nur, ist ja nur nicht nur ein Spiel, das sind ja mehrere Minispiele. Okay, nur ich verstehe nicht. Kann auch immer Mods verladen. Ein Mod für eine Mod, geil. Ja. Ich check nur nicht genau, was ist da das Ziel von dem Spiel, hat es da ein Ziel oder... Ist wie Minecraft. Also man kann da alles machen sozusagen. Vieles machen. Also, ist eigentlich wie Minecraft. Also nee, gar nicht wie Minecraft. Alter. Es hat halt kein richtiges Spielziel, das ist ein Sandbox-Game, oder? Das ist scheiße. So, ein Kabel hat sich gerade so ein bisschen verfangen. Das ist, hat mich voll angekotzt. So. Ah, Silberbarren. Hey, meine. Ja, ich tue sie hier in die Kiste da rein. Okay, danke. Das ist. Platinum habe ich noch ein bisschen. Warte, was braucht man? Was kommt eigentlich nach Silber? Gold, ja. Oder? Hier, da genau. Habe ich auch noch 65. Ja. Kann ich kurz den Ofen benutzen? Klar. Alter, was soll das? Hey, smelt! Endlich. Ich gehe dann mal kurz zu meiner Base. Also zu meiner Base im Alpha-Sektor. Bau hier mal ein bisschen was um. Ich mach mal kurz meine neue Spitzhacke. Oder nee, die geht ja am Anvil. Wohl, beziehungsweise ich stelle hier einfach mal. Ah ja, das ist gut da oben. Auf die Terrasse stelle ich mal eine Bar oder so. Yeah! Ich habe jetzt eine Goldpickaxe. Mit Bloodbank offen. So, was kommt. Jetzt kommt Platinum, oder? Ja. Boah. Warte kurz. Ich glaube, ich hätte. Nee, ich glaube, ich habe zu wenig Pixel. Das ist das Einzige. Ich habe genug Platinum. Alles gefunden in irgendwelchen Dungeons. Hier, Platinum. Ich brauche. Das einzige, was mir fehlt, sind 800 Pixel. Okay. Und ich habe erst 126. Okay, erstmal farmen gehen. Die Uzi ist viel zu stark im Alpha-Sektor. Okay. Man kann ja auch Holz verbrennen. Mhm. Ja, eben zu Kohle machen oder gleich in den Fuel reintun. Wieso machst du das nicht? Weil Kohle kohliger ist. Kohliger? Es ist Kollega. Nee, ich meine, Kohle ist besser. Ich meine, Holz kann man für anderes brauchen und... Ja, und? Das ist halt... Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ein cooles Graffiti Get Out. Oh ne, geht doch nicht. Oh Mann. Hä, das ging mal, dass man einfach Wood reintun konnte, das wurde dann zu Fuel, also ein bisschen scheiße gerade. Da mache ich ein bisschen Kohle aus meinem ganzen Holz, was ich viel zu viel davon habe. Ich habe 537 Stämme. Gut, Holz. Ich habe es mal ein bisschen aufgeräumt hier. Oder am besten, ich verarbeite es gleich. Ach nee, nicht hier. Dann nehme ich zum Bauen ich die Erde. Fackeln, passt alles. Ich gehe wieder zum Raumschiff. Noch schnell so eine Bandage fressen. Okay, ich mach mal kurz. So, ich mach mir kurz so ein Spinnen, so ein Webding. Ich würde sagen, wir beenden noch schon den Part, weil das ist ja, glaube ich, auch schon relativ lang. Und ja, okay. Wir können ja noch mal gleich einen aufnehmen.
Oh ja, ah, doch nicht, Alter. Ich wollte schon meckern hier. Ich kann das doch craften, Alter. Ich wollte schon sagen, 500 Pixel ist mich ganz richtig verarscht. Da hat jetzt die Goldpickaxe, der kleine Bonze, ne? Okay, yeah. Also ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid trotzdem mitgekommen, trotzdem kleinen Zwischenfall, aber habt mir so auch nichts gemerkt da nebenher, denke ich. Also mit dem vorigen Part, dass wir den verkackt haben. Aber wie auch immer, wir sehen uns beim nächsten Part wieder und auf Wiedersehen.